Hallo Leute, ein kleines Update hier aus dem zweiten Bus, Bus Nummer 2, den wir jetzt ab Santa Marta nehmen, zu unserer Station Trompito, schräg gegenüber oder kurz vorm offiziellen Eingang vom Park Tayrona, da müssen wir ja hin. Wir sind nach 4 Stunden 45 Minuten in Santa Marta angekommen. Die Busfahrt vorhin war, ja gut, wie immer hier halt chaotisch, voll viele Eindrücke, ja später mal mehr. Und dann haben wir hier Spitz auf Knopf im Terminal in Santa Marta den Bus in unsere Richtung bekommen. Und auch nur, weil unser Busfahrer oder besser gesagt sein Assistent den noch aufgehalten hat und dann den Busfahrer, das hatte Martin gerade gesagt, noch ein paar Mal überreden musste, dass der nochmal anhält, um uns mitzunehmen, weil der Bus ist eigentlich schon voll. Und dann hat er das irgendwie hingekriegt und dann haben die unser Gepäck hier noch reingestopft und ich sitze jetzt hier in der Katzenecke. Also das hier ist übrigens eine Matratze. Ich sitze hier in der Matratze eingelullt, hinten halb im Kofferraum. Voll cool. Ich bin auch wirklich richtig müde. Und es wurde halt einfach alles möglich gemacht, dass wir mitfahren können. Und das ist einfach so geil hier, weil es eben möglich ist. Alles andere ist zwar auch möglich, jegliches Chaos und nervige Dinge auch, aber sowas ist eben auch möglich. Das sind eben immer die zwei Seiten der Medaille. Da ist Martin. Hier. Und da ist der Bus. Und jetzt gibt es schon wieder Essen. Schon wieder Essen, ja. Irgendwas wird ja immer verkauft. Weil es immer jedenfalls da. Ja, genau. Man kriegt überall immer Essen, ist auch cool. Hier könnt ihr mal den Ausblick von unserer Cabaña sehen. Wir haben hier vorm Haus direkt in der Palme einen kleinen Kolibri sitzen, der da ein Nest hat. Da kann man ihn ein bisschen im Nest sehen. Aber er guckt schon. Ich gehe mal wieder weiter. Ich gehe jetzt mal auf Schweinchensuche. Ich war nämlich gerade unten am Fluss, an unserem geilen Badefluss, baden und habe da Kakao gefunden und Schweinchen. Das waren kleine Schweinchen. Die werde ich jetzt nochmal versuchen zu filmen. Mal sehen, ob die noch da sind. Mal hier könnt ihr den Weg sehen. Hier geht es einmal runter. Aber da ich da drüber will, gehen wir mal einen anderen Weg. Da drüben waren die vorhin gerade. Und da oben habe ich den Kakao her. Heute auch wieder niemand hier. So, versuchen wir hier zu überqueren. Noch da. Ich habe mir vorhin einen Verteidigungsstock mitgenommen, weil das nämlich eine Familie war mit kleinen Babyschweinchen, aber die hatten trotzdem Angst. Also die sind weggelaufen. Aber man weiß ja nie. Hier steht überall Kakao. Weitergezogen zu sein. Gucken wir mal hier in die Richtung. Da ist eins. Ja. Da oben sind noch welche. Vorsichtig rangehen.
sind. Das sind die Eltern. Ja. Das ist vorsichtig. Ja, durch mit. Keine Sorge. Kommt mal da hoch, wenn noch welche sind. So ängstlich. Da haben sie schon alles durchwühlt. Das sind jetzt aber, glaube ich, nur die Eltern. Also die Kleinen sehe ich gerade nicht. Das hier. Das sind die Kakaobäume. Ich weiß nicht, ob das hier eine angelegte Plantage ist oder die so hier wachsen. Schon vorhin 3 Stück mitgenommen. Hier hängt eine, aber die ist schon alt. Da hängt noch eine, die ist auch schon angefressen. Und hier geht noch ein Weg weiter. Kommt es da hoch, wo es da hingeht. Wow, traumhaft hier. Berge und Dschungel. Jeden Morgen die Howler Monkeys, Brüllaffen, hört man da oben. Da in den Bergen, abends auch, und so. Einfach traumhaft, ich kann es kaum beschreiben. Okay, wir gehen mal wieder ein Stück runter. Dann gucken wir nochmal den anderen Weg ein Stück hoch. Hier kamen vorhin noch welche her. Hier, ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann mit den Farben, aber liegt alles voll mit, was für mich aussieht wie lila. Ich habe ein bisschen Rot-Grün-Schwäche. Alles voll mit lilanen Blüten. Ja doch, ich glaube, das sieht man. Bananen. Ich warte noch drauf, dass hier... Da hängt auch Kakao. Und da sind überall kleine, neue. Und von dem habe ich vorhin 3 abgemacht. Ah, hier sind überall alte Früchte, die schon ausgefressen sind. Also wenn hier so viel alte rumhängen, scheint es keine benutzte Plantage zu sein. Okay. Immer noch eine Kurve da. Dann drehe ich, glaube ich, erstmal wieder um. Ich glaube, hier dann schon bald wieder Häuser kommen oder so. Da hängt noch eine fette, gute dran. Aber die ist noch nicht reif. Also einfach aus Erfahrung habe ich gemerkt, sind die reif, wenn sie gelb sind und wenn man sie schüttelt. Wenn die Früchte drin klappern merkt, wenn die lose sind, dann sind sie gut. Genau, und jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber dann werde ich später mir noch Bananenblätter holen. Und dann werden wir die Früchte rausholen und in die Bananenblätter einwickeln. Und dann liegen lassen, um die zu fermentieren. Und wenn die dann fermentiert sind ein paar Tage und sich das Fruchtfleisch aufgelöst hat durch Bakterien und Hefepilze, dann werden wir die rausnehmen und irgendwie rösten. Müssen mal gucken, wo wir das am besten dann machen. Wie und wo, weil wir keinen Ofen haben. Und dann wollen wir essen. Dann sind sie fertig. Da kommen die Babyschweinchen.
Da ist eins. Und da oben kommen noch welche runter. Da. Jetzt haben sie mich gesehen. Hey, ihr Kleinen. Die sind eh gewöhnt, dass hier Menschen langlaufen. Aber wenn man zu nah rangeht, dann hauen sie schon ab. Probier's mal. Ja. Gucken, ob ich an denen noch näher rankomme. Ist gerade beschäftigt. Sind doch zu viel. Da ist noch eins. Ja. Kennst du noch gute Kakaostellen? Zwei Bananenblätter, check. Da können wir den Kakao einlegen. Es war jetzt so warm, ich gehe jetzt nochmal baden. Wie ich euch ja vorhin unten schon gesagt habe, am Fluss habe ich drei Kakaobohnen mitgenommen und auch noch die Blätter, die habe ich, glaube ich, vorhin auch schon gezeigt. Genau, und jetzt werden wir die mal zubereiten. Und zwar werden wir die Bohnen aufmachen und dann die Kerne. Die Schoten. Die Schoten, genau. Und die Bohnen dann rausholen und die in die Bananenblätter packen und dann fermentieren lassen über die nächsten Tage. Sollte ein bisschen besser klappen als das letzte Mal, wo wir das in Asunción versucht hatten. Genau. Genau, da hatten wir keine Bananenblätter, mussten wir ein bisschen improvisieren. Genau. Und hier ist es jetzt auch wärmer. Naja, obwohl es eigentlich genauso warm. Ja, genau. Aber da ist der leider ausgetrocknet in Asunción. Und hier werden wir den so einpacken, dass er nicht austrocknen kann. Und genau. Richtig halt vergehen kann durch Bakterien und Hefepilze. Wir hatten in Asunción den halt in der Wohnung und da hatten wir schon ja oft die Klimaanlage an, ne, weil es im Loft zu heiß war und der braucht ja eigentlich Hitze. Hier können wir jetzt irgendwie eine Hitze liegen lassen, so wie man es macht und ja, hoffen, dass es dann klappt. Ich meine, letztes Mal hat es auch geklappt, aber nicht hundertprozentig. Genau. So. Mal gucken. Genau, schneiden wir jetzt mal auf. Ja. Da sind sie. Da ist das Fruchtfleisch. Wow, es schmeckt fast wie Mango. Mal wenn man die Kakaobohne dazu zerbeißt, ist dann nicht mehr so gut. Lila. Okay, dann mach mal das Bananenblatt auf. Dann kann man es ja gleich reintun. Löcher reinmachen, damit ja der Siff abfließen kann. Und dann
bleibt es so 5 Tage liegen. Und das sind jetzt die Kakaobohnen, die habe ich gerade aus den Blättern geholt. Wir haben das jetzt wie lange drin gehabt? 6 Tage? 7 Tage sogar. Genau, 7 Tage etwa. Und genau, jetzt werden wir die erstmal in eine Pfanne tun und da rösten, weil wir leider keinen Ofen haben. Und wenn die dann richtig durchgeröstet sind und alles ganz trocken ist außen, dann kann man die das übrig gebliebene Fruchtfleisch und dann ist noch so eine kleine Haut drumherum, die kann man dann einfach abmachen und abbröseln und dann sind die Bohnen fertig. Ja, also man kann die normalerweise auch in der einfachen trockener Hitze draußen trocknen oder in so einem Zelt, aber die Möglichkeit haben wir jetzt nicht und hier ist gerade leider super feuchtes Regenwetter schon den 3. Tag jetzt und das soll auch so bleiben. Ofen haben wir auch nicht. Hoffentlich klappt's. Okay, ich packe jetzt die Bohnen mal in die Pfanne. Wie gesagt, das ist nur ein Behelf. Eigentlich müssen die im Ofen. Kreischen schon. Also so sieht es jetzt momentan aus. Ist teilweise angeröstet, aber eben ungleichmäßig. Und es ist jetzt nur die Improvisation, ne? Also normalerweise eben draußen schön trocknen, wenn es heiß ist, unter Zelten oder eben im Ofen. Wir hoffen, es gelingt. Jetzt unter diesen Umständen hier, weil es wäre wirklich schade, wenn nicht. So, ich nehme die jetzt mal vom Herd. Die sind jetzt ziemlich geröstet und trocken, aber innen die Bohnen sind leider immer noch nicht wirklich trocken. Das würde wahrscheinlich noch ewig dauern. Im Ofen geht es einfach besser. Ja, also mal gucken. Ich denke, ich werde die jetzt einfach so lassen und dann, wenn sie ein bisschen abgekühlt sind, schälen. Und dann haben wir eben nur die Bohnen und die sind dann so übrig. Was eben auch schade ist, wenn man die nicht in der Sonne zum Beispiel trocknen kann, ausgelegt, dass auf jeden Fall eine Menge von den Stoffen kaputt gehen, die die Hitze nicht aushalten. Also Vitamine und so ist dann halt ein bisschen blöd. Naja, aber wir haben halt hier jetzt gerade keine andere Möglichkeit.